Mein unbekannter Amerika wird präsentiert von Swiss. Für Abenteuer, die erst nach dem Flug anfangen. Alright, Honecker? Honecker? Spricht sich Ihr Name so aus? Bitte kommen Sie mit zu meinem Wagen. Ja, was denkst du? Wir waren über 100 und hier ist 75. Uiuiui. Es ging halt nur geradeaus. Also. Ja, das. Mein Name ist Arthur Honecker. 8 Jahre lang waren die USA mein Zuhause. Arthur Honecker in New York. Als Korrespondent bin ich in dieser Zeit ganz schön rumgekommen. 47 von 50 Bundesstaaten habe ich besucht. Und auch heute noch beschäftigt mich dieses große, verrückte Land praktisch nonstop bei meiner Fernseharbeit. In dieser Serie will ich nun mein unbekanntes Amerika entdecken. Abseits der großen Politik. Neue Staaten, neue Menschen, neue Erfahrungen. This is my paradise. Albuquerque, die größte Stadt in New Mexico und trotzdem so ein Ort, an den es einen kaum je verschlägt. Jetzt bin ich hier. Unsere Reise beginnt am Flughafen, aber eigentlich wollen wir diesen Staat ja auf der Straße erfahren, im wahrsten Sinn des Wortes. New Mexico, das ist Roadtrip Country. Ein langweiliger Mietwagen kommt da nicht in Frage, klar. Wir brauchen ein Auto mit Charakter. Fair. Ja. Der wäre schön, oder? Obviously. Der wäre schön. Ja. Ja, aber Shelby. Stylisch soll er sein, unser Wagen. Günstig natürlich. Und so gut beieinander, dass wir ihn am Ende der Reise weiterverkaufen können. Ja, hat weder den Platz, den wir brauchen, noch den Preis, den wir uns wünschen. 2.000, maximal $3.000. Und Platz für Kameramann Sergio, Regisseur Beat und mich, plus Equipment und Gepäck. Was habt ihr vor mit dem Auto? Größere Strecken fahren oder? Ja, etwas rumfahren. Nicht auf viele Berge hoch, aber doch auf den einen oder anderen. Da habe ich was für euch. Frisch überprüft, eingehend. Ein 2003 Ford Taurus. Mit nur 200.000 Kilometern. Und der fährt wirklich 1A. Wie ihr sehen könnt. Naja, ein Ford Taurus ist nicht eben ein Hingucker. Aber Charakter hat er und Platz. Okay, wir schauen noch ein bisschen rum und dann kommen wir wieder. Danke. 3.500 ist eh zu teuer. Also weitersuchen nach unserem Roadmovie-Star auf 4 Rädern. Ich warte immer, bis die Leute zu mir kommen. Das ist so einer meiner Tricks. Mandy hat heute einen alten Honda reinbekommen. Unfallauto zwar, dafür billig. Die Fahrertür lässt sich von außen nicht mehr öffnen. Aber der Motor ist gut. Ja, genau. Getriebe, alles gut. Ja. Also mit am Schluss noch weiterverkaufen ist nicht mit dem. Das ist die andere Frage, ja. Irgendwie, er spricht zu mir. Ja, ich spüre es. Was sagt er? Er sagt, niemand will mich. Das sage ich. There is a story there. Also nichts wie rein in das Ding. Jetzt muss es nur noch die Probefahrt überstehen. Sounds good. Ja, auch was. Ja. Ja, das ist total. Das könnte
Kupplung oder sowas. Das Fenster geht auch nicht mehr hoch. Okay, ja. It's a pretty shitty car. Also doch der Taurus. Schließlich müssen wir uns auf die Kiste verlassen können. Und vielleicht lässt sich beim Preis ja noch was machen. Habt ihr was gefunden? Ja, einiges. Aber Ihr Auto ist in der engeren Auswahl. Toll. Ja, nur der Preis ist uns noch zu hoch. Wir dachten so am 2,5. Bar? Bar. Okay, ich mach's. Wir taufen den Taurus Gotham, weil er mich an ein New Yorker Taxi erinnert. Dabei ist New Mexico so ziemlich das Gegenteil von New York. Wenig Menschen, viel Platz. Zuerst fahren wir rauf nach Santa Fe auf 2200 Meter über Meer. Später wollen wir in den Süden an die Grenze zu Mexiko, die in den letzten Jahren zum Brennpunkt der Politik geworden ist. Land of Enchantment, Zauberland. So wird New Mexico auch genannt. Und weil bekanntlich jedem Anfang ein Zauber innewohnt, kommen die Menschen genau darum hierher, um neu anzufangen, sich selbst zu verwirklichen, ihre persönliche Freiheit zu finden. Und nichts ist amerikanischer als das. Raum dafür gibt's genug. 2 Millionen Einwohner verteilen sich auf eine Fläche fast so groß wie Deutschland. Abseits der Straße erstrecken sich einsame Täler, versteckt hinter Felsenketten. Hier kann man herrlich ungestört sein. Ungestört genug, um die schrecklichste Waffe der Welt zu bauen. Anfang der 1940er Jahre erschaffen einige tausend Forscher in diesen Bergen die Atombombe. Der Name der geheimen Mission: Manhattan Project. Im Juli 1945 beginnt das Nuklearzeitalter. In New Mexico wird heute noch an Atomwaffen getüftelt. Neugierige Journalisten mit Kameras sind da natürlich nicht erwünscht. Top Secret. Darum weiter an den Ort, dessen Name allein schon die Western-Sehnsucht weckt: Santa Fe. Mit rund 80.000 Einwohnern, für amerikanische Verhältnisse eine Kleinstadt. Gemütliche Urbanität. Vielleicht zieht das die Freigeister an, die aus der halben Welt nach Santa Fe kommen, auf der Suche nach Inspiration zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Kultur und Kitsch. Die erdige Adobe-Architektur der Pueblo-Indianer steht dem Erbe aus der Kolonialzeit gegenüber. Und was einst europäisch war, wurde irgendwann amerikanisch. Doch die erste, die indianische Zivilisation, ist hier präsenter als andernorts in den USA. Dabei wurde den Menschen auch hier ihr Land mit Gewalt entrissen. Die Narben, die insbesondere die Spanier den Indios zugefügt haben, schmerzen bis heute. Ich will mit einem der Wortführer der Ureinwohner darüber reden. Sein Name ist Limo Kino. Er lebt im Pueblo Ocaohuinge. Viel mehr wissen wir nicht von ihm. Unsere Kontaktperson Jaima will uns zu seinem Haus führen. Jabaria, ja, haben wir gefunden. Okay, fahr hier links, Arthur. Und wer sucht, der wird gefunden. Wir haben Begleitung.
Was ist los? Schnell gefahren. Weiß nicht, aber so schnell waren wir nicht. Wir waren. Das wird er uns jetzt gleich sagen, ob wir zu schnell waren. Oh, und ich habe meine Papiere im Hotel. Scheiße. Die vom Auto? Ja. Ja, die sollten wir jetzt haben. Hallo, Sir. Hallo, Officer. Kann ich bitte Ihren Fahrausweis sehen? Der ist im Kofferraum. Soll ich raus und ihn holen? Ja, wir sind aus der Schweiz. Wir machen eine Reportage. Waren wir zu schnell? Nein, nein. Aber sie filmten im Wohngebiet. Wir erhielten Anrufe von Bewohnern. Sie dachten, da wird mit der Kamera jemandem aufgelauert. Wir fuhren da einfach durch, weil wir ein bestimmtes Haus suchen. Danke, Sir. Wiedersehen. Ich war nicht zu schnell. Ich weiß, mein Fehler. Nach der freundlichen Begegnung mit der lokalen Stammespolizei und einer kleinen Odyssee fahren wir doch noch zum Haus von Lee Mokino. Ich stelle euch vor, Lee, das ist der Reporter Arthur Honecker. Er freut mich. Freut mich. Und der Regisseur Beat. Freut mich. Willkommen in unserem Haus. Thank you. Lee arbeitet als Lehrer und Keramikkünstler. Und ihr kommt aus der Schweiz. Schweiz. Ja. Yes. Hi, my name is Arthur. Er lebt zusammen mit seiner Großmutter in einem Trailer. Heute ist auch Lees Neffe zu Besuch. Gleich gibt's Mittagessen. Ich freue mich, seid ihr hier. Es gibt Essen, Suppe gekocht im Tontopf. Oh, danke. Wir haben gehört, du machst was Traditionelles. In der Küche unseres Volkes geht es immer um Mais. Hier gibt's blauen Mais, hier weißen. In beiden Suppen ist auch Chili drin. Du hast blauen Mais drin? Ja, und es gibt auch noch Tee. Ich hatte noch nie blauen Mais. Ja, das ist eines unserer traditionellen Gerichte. Die Familie lebt nicht in einem traditionellen Adobe-Lehmhaus, aber in einer traditionellen Dorfgemeinschaft. Und die steht mit Nachdruck ein für ihre Kultur. Auch der Nachwuchs soll wissen, was es bedeutet, ein Pueblo-Indianer zu sein. Lee ging dafür schon auf die Straße. Bist du das? Ja, das bin ich. Bist du verhaftet worden? Ich nicht, aber eine Frau wurde verhaftet. Und dagegen hat Lee protestiert. Die sogenannte Entrada. Vor 60 Jahren hatten einige Nachkommen der spanischen Kolonialherren damit begonnen, in historischer Kriegsmontur durch Santa Fe zu marschieren, um die Eroberung der Region zu feiern. Der Brauch wurde zusehends umstrittener. In den letzten Jahren benötigten die Teilnehmer gar Polizeischutz in den Straßen der Hauptstadt. Ich musste aufstehen, gegen etwas, was ich für nicht richtig hielt. Ich wollte nicht, dass nächste Generationen das weitererleben müssen, die, die nach uns kommen werden. Weil da Kolonialismus gefeiert wurde. Genau. Es ist eine Feier von kolonialer Unterdrückung. Und das war für mich nicht mehr akzeptabel. Das ging so viele Jahre so. Viel zu viele Jahre. Und für mich ist es ein Sinnbild für all die Probleme, die wir Indigenen immer noch haben im ganzen Land. Auch heute noch. Morde an Frauen, die nicht aufgedeckt werden. Die Ölpipelines, fehlender Wasserschutz. All diese Dinge. Auch in unserer Dorfgemeinschaft fanden wir jetzt zu unserer Stimme. Und wir sagten, dieses Feiern von Unrecht, das wollen wir nicht mehr sehen. Und ihr hattet Erfolg? Ja, jetzt, nach jahrelangen Protesten. Eine gute Sache, dass eure Proteste nun etwas bewirken und dass ihr gehört werdet. Oh, the dog is... Sorry, buddy.
Wir verabschieden uns von Lee, dem kämpferischen Indio. Und auf der Fahrt zurück ins Zentrum von Santa Fe denke ich über die Freiheit nach. Sie wirkt so unendlich hier. Doch die eigene Freiheit, sagt man, endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Das ist letztlich der Grund dafür, dass es die Entrada heute nicht mehr gibt. Freiheit kann aber auch heißen, Zwänge hinter sich zu lassen. Die Abkehr von gesellschaftlichen Konventionen. Das hat in den 60er und 70er Jahren Scharen von Hippies nach New Mexico geführt. Die Kinder dieser Blumenkinder sind geblieben. Groß geworden in Kommunen, die landesweit bekannt waren als Nirvana der Gegenkultur. Ich frage mich, was das mit einem macht, in einer Parallelwelt aufzuwachsen. Also besuche ich so ein ehemaliges Hippie-Kind. Ah, hi. Hi, bist du Pilar? Hier bin ich. Ich bin Arthur. Freut mich. Willkommen, kommt rein. Oh, it's beautiful. Pilar Law führt heute eine Galerie in Santa Fe. Auf dem Foto da rechts, das bin ich. Das bist du? Ja, als ich noch ganz klein war. Das ist eine tolle Aufnahme. Auf einer traditionellen Kindertrage. Einer indianischen Kindertrage. Wann war das? 1967. Ich war da kaum 2 Monate alt. Auf diesem Foto ist die Abbey Q Ranch, wo wir eine Weile lebten. Und dann, da war ich 2, zogen wir in die Kommune nach Truchas. Diese Aufnahme entstand in Truchas. Sie zeigt Janis Joplin und Tommy Masters. Ich dachte, sie sieht aus wie Janis Joplin. Aber es ist wirklich Janis Joplin. Ja, sie besuchte uns für ein paar Tage. Was für Leute kamen damals? Sie kamen von überall her, von der Ostküste, von Chicago, L.A., sie suchten eine neue Erfahrung in ihrem Leben. Verbundenheit mit dem Land, Spiritualität, gesundes Leben. Ja, und die Indianer waren dabei sehr wichtig. Sie haben den Hippies gezeigt, wie man hier vom eigenen Boden lebt. Ja, sie mussten erst lernen, wie Landwirtschaft geht. Genau. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Nicht eben das Hippie-Klischee von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Die Fotos hat Pilas Mutter Lisa gemacht. Der Vater, hier auf dem Traktor, war zuvor Tourmanager von Bob Dylan. So, das ist meine Mutter. Bei einem Powwow in Taos. Und hier in der Mitte, das ist mein Vater. Er baute sein eigenes Haus? Ja, eine Kommune, die New Buffalo Kommune in Truchas. Sie existierte sehr lange. Erst kürzlich wurde sie aufgelöst. Das sind mein Bruder und ich im Maisfeld oben in Truchas. Wie du siehst, die Sachen wuchsen bei uns wirklich hervorragend. Vor allem die alten indianischen Sorten. So hatte meine Mutter mich gebadet. Auf dem alten Holzherd. Das sieht alles total ruhig und friedlich aus. Bist du gern so aufgewachsen? Ja, ich liebte es. Was toll ist, wenn du so aufwächst, du entwickelst dein eigenes Vorstellungsvermögen. Du kannst dich selber unterhalten. Ich verbrachte meine Zeit in den Bäumen, mit den Tieren, in meinen eigenen Abenteuern, Entdeckungsreisen und Geschichten. Und in der Nacht konntest du die Milchstraße sehen, das ganze Universum. In dem aufzuwachsen, gibt dir eine Verbundenheit mit der Erde, einen Sinn dafür, wer du bist. Du schätzt, was du hast. Das gab mir Wurzeln. Und ich kann da immer wieder hin, um mich zu sammeln. Ich möchte jetzt nicht esoterisch sein, aber... Nein, ich weiß, was du meinst. Aber es ist wahr. Wir sind Teil davon. Das ist unser Leben. Wir sind Teil der Erde. Ohne die Erde wären wir ja gar nicht hier. We're all related. Die Kommune New Buffalo wurde kürzlich aufgelöst. Vom Zeitgeist überwuchert.
Und Santa Fe, bekannt als City Different, ist heute in vielerlei Hinsicht angepasst. Doch die Gegenkultur hat überlebt. Im Industriegebiet der Stadt etwa, in besonders experimenteller Form. So etwas erwartet man im abgelegenen New Mexico eigentlich nicht. Meowwolf ist ein Projekt von 400 Künstlern, frei und schräg und extrem erfolgreich. In nur 3 Jahren wurde dieser Ort zum Must für Besucher von Santa Fe. Hey, how you doing? Hallo, wie geht's? Hi. Hi. Ich bin Arthur. I'm Arthur. Marisa. Marisa, pleasure. Yeah, welcome. It's good to be here. Schön, schaut ihr auch bei uns vorbei. Es macht mir viel Spaß zu vermitteln, was wir hier tun. Wir werden immer größer. Immer mehr Kreative kommen hierher. Ja, irgendetwas scheint hier in der Luft zu liegen, was die kreativen Geister anzieht. Absolut. In Los Angeles erstickst du im Verkehr. Alles ist schwierig und gestresst. Und dann kommst du hierher und hast gleich eine andere Lebensqualität. Fantastische Landschaften, kreative Leute wie George R. R. Martin. Er schrieb hier Game of Thrones, inspiriert von der Gegend. Martin hat den miauenden Wölfen auch finanziell auf die Beine geholfen. Aus einer alten Bowlinghalle wurde so das Haus der ewigen Rückkehr. Das muss ich euch sagen, falls ihr in unserem Multiversum verloren geht, wir übernehmen da keine Verantwortung. Und damit wir am Ende wieder zurückfinden, begleitet uns Matt Crimmins. Er ist einer der Künstler hier. Hi, I'm Arthur. Hallo und willkommen in unserem Haus. Geben Sie Acht, wo Sie hingehen. Und vor allem verlieren Sie nie den Verstand. Okay. Willkommen im Haus der ewigen Rückkehr. Es ist tatsächlich ein richtiges Haus. Die Idee ist, du betrittst ein fremdes Haus, in dem immer noch Leute wohnen oder mal gewohnt haben. Du kannst Schubladen öffnen, Zeitschriften liegen rum, da und dort ein Computer. In allem kannst du herumstöbern und so vielleicht etwas über die Geschichte dieses Hauses erfahren. You get a little bit more of the narrative. Ein bisschen Geisterbahn, ein bisschen Installation, ein bisschen Detektivspiel. In der Küche finde ich erste Spuren der Geschichte, die Matt und seine Freunde hier versteckt haben. Somebody died. Jemand starb. 2016. Oh, hi. Sorry, if you're hungry. Wenn jemand von euch hungrig ist, sorry, der Kühlschrank ist leer. Ich bin Almi, ich bin dein Gate Agent und helfe dir heute dein Ziel zu werden. Dein Ziel heißt Brilliant Heights. Bitte begib dich in Raum Nummer 4. Nummer 4, hier. Always wanted to have a door. So eine Tür like wollte ich schon immer mal. Irgendwas zwischen Star Trek und Poltergeist. Und Tischlein deck dich. Daneben einen Schulbus, der da aus dem Boden wächst. So muss sich ein LSD-Trip anfühlen. Ich habe meinen Sohn verloren. Siehst du das schwebende Kind? Was ist mit dem Kind passiert? Vielleicht von Aliens entführt? Oder waren es doch Geister?
Das Haus gibt eine Menge Fragen auf. Antworten gibt es keine. Dafür ein pures Fantasy-Erlebnis. Das nächste Multiversum entsteht jetzt in Las Vegas. Las Vegas. Und ich meine, das ist dann auch das Amerikanische, dass man daraus ein Unternehmen macht und sagt, hey, da können wir auch Geld verdienen, das machen wir. Da, die ganze Merchandise hier und so. Das ist, denke ich, auch einer der Unterschiede zu Europa, wo man als Künstler dann immer sagt, oh nein, kein Kommerz. Sag mal hier, okay, das geht auch. Ja, hier geht irgendwie alles. Das ist ja auch das Versprechen von New Mexico. Anything goes. Nur die eigenen Regeln gelten. Ein Ort der Befreiung eben. Ein Ort, an dem morgen schon alles anders sein kann. Auch das Wetter, wie wir merken. Jetzt muss er nur noch anspringen, der gute Gotham. Also eiskalt ist alles. Oh. Jetzt ist es plötzlich weiß im Südwesten der USA. Und wir mit Sommerreifen unterwegs. Gut geht's heute noch in den Süden. Hier müssen wir aber unbedingt noch Halt machen. Wegen Jane. Respektive wegen Janes Business. Sie hat nämlich ein so richtig zeitloses Geschäftsmodell. Hallo Jungs. Hey, how are you doing? Are you Jane? Bist du Jane? Kommt rein. Das ist der Saloon. Das Hauptgebäude im Ort. Und was wurde hier alles gedreht? Was wurde nicht hier gedreht? Jane's Ranch dient als Filmkulisse, eigenes Westernstädtchen inklusive. Den ersten Film machten wir 1985, Silverado. Das ist das Gute an Westernfilmen, die werden nie alt. Sie werden zu Klassikern, Sie haben recht. Was schlagen Sie vor? Schauen wir uns das an? Ja, das können wir versuchen. Hier hängen die Stars rum. Buchstäblich. Hallo, mein Lieber. Ist jemand drüben? Ich habe hier Leute von einer Firma aus Deutschland. Sie möchten gerne ein paar Bilder machen vom Städtchen. Mit einer Drohne. Es wird ein Dokumentarfilm und wir bekommen damit jede Menge Werbung. Darauf können Sie wetten. Darauf können Sie wetten, sagt er. Durch die Bonanza Creek Ranch ritten schon Stars wie John Wayne, Robert Redford oder Penelope Cruz. Heute aber ist es ruhig im Ort. Gespenstisch ruhig. Nur mit einer Kamera bewaffnet laufe ich durch den wilden Westen. Bin ja froh, dass niemand da ist, um mich zum Duell herauszufordern. Hier könnte man ewig drehen. Doch die Straße ruft. Alright, Honecker? Honecker? Spricht sich Ihr Name so aus? Bitte kommen Sie mit zu meinem Wagen. Und bringen Sie Ihre Wagenpapiere mit. Ja, es ist sein Auto. Hast du sie? Ja, habe ich. Okay. Gesagt, weil es so kalt ist, können wir im Auto warten. So. Ja, was denkst du?
Wir waren über 100 und Höhe ist 75. Uiuiui. Es ging halt nur geradeaus. Also. Ja, das ist verlockend. Und die anderen fuhren ja auch so schnell. True, true. Ausgerechnet uns hat er rausgeholt. Kannst du es bezahlen? Warte mal, hier steht hier ein Betrag drauf. Wir können ja raten, wie viel. Steht da was drauf? Es war nur eine Verwarnung. Nichts gegeben. Ui. Echt jetzt? Aha. Das Glück, wenn man Ausländer ist in den USA. Aber jetzt müssen wir ziemlich korrekt fahren und deswegen sollten wir uns auch anschnallen. Ja. Alle sollten sich jetzt anschnallen. Also auch hinten. Kilometer von Santa Fe entfernt liegt Mexiko. Puerto Palomas heißt das Städtchen. Taubenhafen. Das klingt lieblich, ist an einem Novembermorgen um 5:30 aber vor allem eins, nämlich kalt. Wir drehen einen Dokumentarfilm über die Kinder. Die Kinder, die drüben zur Schule gehen, darum geht's. Okay. Die holen bei Ihnen Frühstück? Ja. Ist das Kaffee? Nein, Atolle. Atolle? Atolle. Atolle. Suppe? Ja, aus Keksen. Kekssuppe? Wie ist das? Das ist gut. Also, schmeckt ein bisschen wie, ja, so Kakao oder was? Der falsche Kakao aus verwässerten Keksen wärmt mich ein wenig. Die Grenzgänger hier, die sind ein raues Klima gewohnt. Und das von Kindesbeinen an. Morgen für morgen spielt sich hier die gleiche Szene ab. Hunderte Autos bringen Kinder an die Grenze. Die leben zwar in Mexiko, gehen aber drüben in den USA zur Schule, weil sie amerikanische Staatsbürger sind. Der Grenzübergang, das ist ihr Schulweg. Alltag ist das auch für die 8-jährige Hema und ihre Mutter Laura. Good morning, guys. Guten Morgen, wie geht's euch? Gut, gut. Why is it that you have to be Warum musst du so früh hier sein? Es ist jetzt 6 Uhr. Weil, also, wenn ich so früh bin, dann verpasse ich sicher nicht den Bus. Manchmal durchsuchen sie ihre Rucksäcke, Drogen oder Waffen und solche Sachen. Dann untersuchen sie alle Rucksäcke. Alle Rucksäcke? Wow. Und das dauert eine Weile. Und dann dauert es länger, bei hunderten Kindern alle Rucksäcke durchsuchen. Also 30 Minuten bis hierher. Ihr seid dann hier um 6, der Bus fährt los um 7, Fahrt geht 45 Minuten und die Schule beginnt um 8. Wow, das ist wirklich lange. Und das jeden Tag. Jeden Tag. Aber bist du glücklich, dass du in den USA zur Schule gehen kannst? Ja, ich bin froh. Was ist besser dort? Der Englischunterricht und die Lehrer. Die Schulen hier in Mexiko sind teuer. Und die Schüler kriegen von den Lehrern wenig Aufmerksamkeit. Und ist es heiß, im Sommer gibt es keine Klimaanlage. Und im Winter gibt es keine Heizung. Keine Heizung? Wow. Ja. Wie unterschiedlich das Leben doch ist. Je nachdem, wo man aufwächst. Von den Chancen, die sich nur ein paar Meter weiter im Norden auftun, können die meisten anderen Kids in Mexiko nur träumen. Ich muss an meine Tochter denken, die gleich alt ist wie Hema, und an den Schulweg zu Hause. Am Zoll selber durften wir nicht filmen. Viel ist auch nicht passiert. Der Übergang war problemlos. Rucksackkontrollen gab es heute keine. That's a lot of kids. Sind aber viele Schüler. Ja, wir müssen hier immer aufpassen bei so vielen Kindern. Dass ihr da auf den richtigen Bus kommt. Getting on the right bus. Mhm. Hey. Hey. Oh, careful. Aufpassen. Hey, das ist meine Decke. Wirklich, du willst nicht teilen? Aber das ist doch viel wärmer, wenn man teilt. Zu zweit unter der Decke.
Sie ist meine beste Freundin. Okay, ich will nicht, dass ihr den Bus verpasst. Danke euch vielmals. Emma, hey, das hat Spaß gemacht. Genießt den Tag. Auf Wiedersehen. Thank you. Fliegen müsste man können. Dann wäre die Grenze nur eine Linie in der Landschaft. Wir fahren weiter, Richtung Osten, dieser Linie entlang. Gut zu erkennen am meterhohen Stahlzaun, der die beiden Länder, die beiden Welten trennt. Unser Ziel ist die Gegend, in der New Mexico, Mexiko und Texas aufeinandertreffen. Gegenüber von El Paso liegt Ciudad Juárez, wo täglich Flüchtlinge ankommen, die von den USA träumen. Damit wir mit diesen Menschen auch sprechen können, brauchen wir Hilfe. Hey, hallo, bist du Monika? Ich bin Arthur, freut mich. Monika, schön, dich zu sehen. Good to see you. Noch auf US-Boden in El Paso treffen wir die Fotografin Monika Lozano. Sie dokumentiert seit Jahren das Schicksal der Flüchtlinge in dieser Gegend. Sie nimmt uns mit nach Mexiko, nach Juárez. Und du bist hier aufgewachsen? Ja, ich bin in El Paso geboren und in Juárez aufgewachsen. Alles gleich nebeneinander. Juárez ist da drüben. Alles ganz nah. Schau, hier links, da haben wir die Universität von Texas. Hier ist Wissen und Bildung. Und da rechts den ärmsten und gefährlichsten Stadtteil von Juárez, Anapra. Und die Leute von Anapra sehen täglich auf dieses Versprechen von einem besseren Leben. Aber da ist ein Zaun und sie können das nicht erreichen. Die Bilder von Monika Lozano führen in extremer Klarheit vor Augen, was Migranten durchmachen, was Flucht bedeutet. Mich interessiert immer, warum Menschen auf der Flucht sind. Denn es ist die schwerste Reise, die jemand machen kann, sich auf die Flucht zu begeben. Im texanischen El Paso gehören sie zum Stadtbild. Männer, die sich nach dem illegalen Grenzübertritt als Tagelöhner durchschlagen. Sie machen praktisch jede Arbeit zu praktisch jedem Lohn. Wir kommen nun zur Grenze und zur Brücke nach Juárez. Wir müssen hier was zahlen. $5 kostet die Fahrt über die Brücke. Monika hat einen Grenzgängerausweis und darf darum die Schnellspur benutzen. Pässe werden nicht verlangt. Wir überqueren den Rio Grande zwischen den USA und Mexiko genauso selbstverständlich wie den Rhein zwischen der Schweiz und Deutschland. Es ist für mich ganz normal, über die Grenze zu fahren. Ich mache es fast täglich. Oft bringe ich meine Kinder mit, manchmal kaufe ich hier ein. Weil es günstiger ist? Es ist günstiger und ich mag die richtigen Tortillas, den Käse, das gute Essen. Und jetzt sehen wir die andere Seite des Stahlzauns. Er hat eine Botschaft an Migranten aus dem Süden. Bis hierhin und nicht weiter. Menschen auf der Flucht betrachten Juárez dennoch höchstens als Zwischenstation. Bevor sie versuchen, in die USA zu kommen, verbringen viele von ihnen ein paar Nächte hier, in der Casa del Migrante. Monika kommt oft in diese Notunterkunft, um die Geschichten der Flucht festzuhalten.
Das sind Freunde, Journalisten aus der Schweiz. Ich bin Flores, herzlich willkommen. Hola. Seid ihr einverstanden, ein Interview zu geben? Ja, sie wollen mit euch reden. Woher kommt ihr? Aus El Salvador? Haben Sie schon versucht, in die USA zu kommen? Ja, sie waren auf der Saragossa-Grenzbrücke und wurden jetzt hierher gebracht, weil es hier nachts wärmer ist. Es ist kalt draußen für ein Baby. 2 Wochen ist es her, dass diese Familie ihre Heimat verlassen musste. Die Bandengewalt hatte das Leben zur Hölle gemacht. Es war am Dienstag, vorletzte Woche. Wir waren zu Hause, als ein paar Leute vorbeikamen. Sie sagten, dass jemand tot sei. Und dass sie glauben, es sei mein Lebensgefährte. Wir haben es nicht geglaubt. Aber dann ging ich mit meiner Familie doch hin und habe gesehen, dass es der Vater meiner Tochter ist. Sie haben ihm die Haut vom Kopf gerissen. Sie haben ihn erwürgt. Hände und Füße waren gefesselt. Die Tochter hört schweigend zu, während die Mutter den Albtraum beschreibt, vor dem die beiden geflohen sind. Diese Menschen suchen nicht einfach ein besseres Leben in den USA. Sie müssen völlig neu anfangen, an einem völlig fremden Ort. Auch die Familie aus Guatemala. Wir wollen jetzt zum Migrationsbüro in den USA. Und wenn sie uns die Möglichkeit geben, rüberzugehen, dann gehen wir. Habt ihr davon gehört, dass sie die Leute nicht über die Grenze lassen? Oder dass sie Kinder von ihren Eltern trennen? Habt ihr davon gehört? Ja, davon haben wir gehört. Aber wir vertrauen auf Gott, dass sie uns nicht trennen werden. Gibt es auch eine andere Möglichkeit, rüberzukommen? Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Wir wissen, dass man auch durch die Wüste gehen kann. Aber wir wollen das Leben unseres Kindes nicht aufs Spiel setzen. Wie geht's dir, Kleine? Gut. Wie alt bist du? 9. Bist du müde? Fast nicht. Nein? She says she's not tired, but she feels good. She's 9 years old. Estás bien aquí? Geht's dir hier gut? Fühlst du dich sicher? Sí. En México? Und Mexiko? Ja. ¿Qué piensas? Was denkst du? Was fühlst du? Die beiden Familien haben nun schon mal ein Dach über dem Kopf und sie erhalten Informationen über die Einreise in die USA. Was die Migranten dann tun, Asyl in den Vereinigten Staaten beantragen, versuchen, illegal über die Grenze zu kommen oder hier in Mexiko bleiben, das ist ihre Entscheidung. Monika fährt mit uns dorthin, wo häufig Menschen versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Die andere Seite. Das Zauberland. Versprechen der großen Freiheit. Das bedeutet hier etwas anderes. Das ist er. Dieser Zaun zieht sich bereits über weite Strecken des Grenzverlaufs zwischen Mexiko und den USA. Nur wenige Abschnitte sind noch offen. Etwa entlang des Rio Grande? Ja. Wir haben hier eine Stelle, da hat ein Künstler die Metallwand blau angemalt. Um die Wand optisch verschwinden zu lassen. Sie wird zu einem Teil des Himmels. Auf der anderen Seite findest du immer wieder Schuhe,
Allerlei Dinge von Leuten, die darüber sind. In the journey. Links die USA, rechts Mexiko. Gleiche Landschaft, ungleiche Länder. Drüben macht sich die Grenzpolizei bereit. Ist das eine Kamera, die die da aufbauen? Sieht aus wie ein Scheinwerfer. Ah, für die Nacht. Für die Nacht. Denkst du, der Zaun hält die Leute davon ab, über die Grenze zu gehen? Nein, ich glaube nicht. Sie können es ja vor sich sehen, ganz nah. Ja, ganz nah. Wenn man dann so nah dran steht, kann man auch nachvollziehen, dass man dann nicht umkehrt und sagt, ja, okay, da ist noch irgendeine Mauer dazwischen. Das ist einfach nur noch eines von den vielen Hindernissen, das diese Leute überwinden. Ja. Ein Hindernis, ein Kunstwerk, eine Mauer. Was sind Grenzen eigentlich? Linien in der Landschaft letztlich. Doch wer die Freiheit sucht oder vor Unfreiheit flieht, der will nur einer Linie folgen, der eigenen. Es wird langsam Abend und wir müssen zurück auf die texanische Seite. Auf dem Rückweg darf uns Monika mit ihrem Grenzgängerausweis nicht mitnehmen. Also reisen wir zu Fuß ein in die USA. Mit Blick auf den Rio Grande. Der Schweizer Pass macht es uns einfach. Gentlemen, Switzerland. So viel einfacher als den Familien aus Guatemala und El Salvador. Bevor wir Goodbye sagen, wollen wir uns an Gotham noch verkaufen. Was ist unsere Ansage, Arthur? Unsere Ansage? Ja, Verkaufspreis? 3.000. Genau, oder? Ja, 500 mehr, als wir bezahlt haben. Das ist das Discount Auto. Discount Auto. Okay, dann gehen wir mal dahin. Ich heiße Arthur. Wie geht es Ihnen? Gut. Und Ihnen? Ja, wir haben das Auto vor einer Woche in Albuquerque gekauft. Für eine Fernsehsendung, für das Schweizer Fernsehen. Und wozu die Kamera? Wir drehen alles, dokumentarisch. Vom Kauf bis zum Verkauf. Ich weiß nicht. Ich bin nicht interessiert. Und nicht interessiert? Aber das ist ein Ford Taurus, ein Klassiker. Nein. Nein? Ich will dein Gesicht. Mir gefällt nicht, was hier passiert. Sie vertrauen uns nicht? Nein. Bezahlbare Automiete, Rio Bravo Autoverkauf. Das ist unser Ort. Okay, Interesse besteht schon mal. Ja, und Macken wird der jetzt wohl auch keine finden. Lief schließlich wie eine Eins, der Motor. Doch es bleibt beim Beschnüffeln. Ja, yeah, well, that's life. Mercy, have mercy. Wir sollen aufhören zu filmen? Kein Problem. Okay. Ich finde raus, wie ihr seid. Yes. Danke. Haut ab. Danke. Thank you. Okay. Next try. Seid ihr interessiert? Nein. Why not? Warum nicht? Fährt gut. Klassisches Design. Classic Design. Ist es nicht. Sie kauften den Wagen in Albuquerque und wollen ihn jetzt loswerden. Und die Wagenpapiere? Ja, klar. Die haben wir. Die hast du, oder? Eben nicht wirklich. Die originalen Papiere haben wir nicht. Die wollte uns der Verkäufer nachschicken. Bis jetzt ist aber nichts angekommen. Die Kopie auf dem Handy überzeugt hier nicht. Was ist der Höchstpreis, den ihr uns bieten könnt? Ich kaufe kein Auto ohne alle Wagenpapiere. Also so wie das jetzt lief, glaube ich nicht, dass irgendein Car-Dealer uns dieses Auto abnimmt.
Was tun? Verschrotten bringen wir nicht übers Herz. Also fahren wir zur einzigen Person, die wir in dieser Ecke des Landes näher kennen. Telefonisch haben wir sie schon mal vorgewarnt. Monika, how you doing? Monika, wie geht's dir? Wir sind zurück. Ihr seid zurück. Schön, euch wiederzusehen. Du musst diesem Mann hier ein Auto abkaufen. Ich hoffe, ich bin vertrauenswürdig genug. Was ist passiert? Nun, wir haben bei mehreren Händlern versucht, es zu verkaufen. Doch wir konnten beim Kauf nicht auf alle Papiere warten. Wir mussten ja losfahren. Darum wollte es uns jetzt kein Händler abkaufen. Aber es ist ein gutes Auto. Und ihr stellt es einfach vor mein Haus? Ihr seid verrückt. Ja, und ich weiß, du bist verrückt genug, um es zu kaufen. Ja, ich kenne tatsächlich mittellose Leute ohne Auto, die dieses Auto, wirklich gebrauchen können. Für ihr tägliches Leben, Studenten, Familien. Ich helfe euch aus. Danke. Den Preis musst du mit Beat verhandeln. Beat ist in charge of the price. Symbolischer Preis, ein Dollar. Yes, yes. Good, that's good. Adios, New Mexico. Mein Unbekannter in Amerika ist präsentiert worden von Swiss. Für Abenteuer, die erst nach dem Flug anfangen.